Einwohner evakuiert. Ich hoffe, du hast diese Dinger richtig postiert, McCain. Ich auch. Wir werden nicht mehr weit genug wegkommen und Hitze liegt mir so gar nicht. Mir schon. Honey, die Raketenflamme wird gut und gerne 3000 Grad heiß sein. Das ist ja heiß. Ich zieh lieber die Jacke aus. Wie viel Zeit haben wir noch, Professor? Noch etwa minus 3 Sekunden. Chase, Natalia ist an Bord. Das habe ich gesehen, als ich mich in ihre Computer gehackt habe. Was? Das war gute Arbeit, Chase. Spricht er wirklich mit mir? Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Und ich bin Manns genug zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder zwei. Also immer noch weniger, als du gemacht hast. Danke, Chief. Frau Bürgermeisterin, ich hätte eine Bitte. Der Mann, der gerade die Zerstörung von Lego City verhindert hat? Schieß los! Ich müsste da noch ein paar Leute einbuchten. Ich rufe sofort auf der Apollo-Insel an. Die haben da sicher ein Shuttle, das sie dir leihen können. Oh, oh, bin dabei! Kapitel 15. Die Pflicht ruft sogar im All. Herzlich willkommen zurück zu Lego City Undercover. Folge 19, ich hab mal nachgeguckt, welche Folge das jetzt ist. Mir ist gerade aufgefallen, was ist hier falsch? Richtig, der Turm ist wieder da. Naja, wirklich falsch ist das ja nicht. Weil wir wissen, der Blackwell-Turm, der war ja eine Hülle. Das haben wir ja gerade in der superschönen Videosequenz nochmal gesehen. Der ist ja aufgeklappt und da ist die Rakete rausgeflogen. Die ist schon auf dem Mond gelandet ist, wahrscheinlich. Alter. Halt einfach an ihm ab. Hier entlang, bitte. Ja. Wir machen gerade die Rakete startklar. Ja, glaub mir, ich muss da noch nachhelfen. Also, dann, ich will gar nicht mal mit dem heißen Brei rumreden. Ich find's übrigens mega cool, dass dieses Spiel so endet. Also, dass das jetzt gleich das letzte Level ist, was ich spielen werde. Ach Mann. Ich liebe diese Fahrzeuge hier. So, da oben muss ich hin. Also. Einmal auf diese Plattform, die es wirklich in echt gibt. Ist aber ein bisschen weiter von dem Gebäude da hinten weg, das es auch in echt gibt. Die haben gesagt, sie machen gerade die Rakete startklar. Ja, ich muss sie jetzt selber bauen. Ich muss das Space Shuttle jetzt selber bauen. Und das kostet 50.000 Steine. Ja gut, ne? Aber da ich natürlich jetzt keine 50.000 Steine in der Tasche habe, liegen hier auf diesem Turm, der neben dem Space Shuttle ist, natürlich die ganzen Steine parat. Hier rüber. Grün, gelb, blau, rot. Jetzt hier lang. Und zack. Slide. Da kann man weiter hoch, aber hier konnte ich hinten noch irgendwo was aufbrechen. Und kaputt. Und rein. Kein Geld, nicht? Kann ich da oben durch die Luke wieder durch? Ja! Abkürzung. Aha. Und
Und da liegt noch ein Superstein. Erstmal abgekürzt. Ich frag mich, was jetzt eigentlich nachdem ich halt jetzt gleich Rex einbuchte und so weiter und so fort, was dann eigentlich mit Winnie passiert und wo Chan abgeblieben ist. Ob schon einer von seinen Leuten gesungen hat. Warte mal, es gibt noch mehr Supersteine. Und die besorge ich mir, weil ich will ja keinen Steinverlust machen. Und wieder zurück. Und dann geht's hier runter. Übrigens, man sieht auch den Treibstofffüllstand vom Jetpack. Das habe ich letztes Mal gar nicht mehr gezeigt. Ihr seht ja diese weißen Striche da. Auf dem Jetpack. Wenn ich fliege, dann gehen die runter. Und wenn die leer sind, dann falle ich runter. Aber wenn ich das Jetpack so mittendrin in der Luft ausmache, dann kriege ich es auch nicht mehr an. Wow, ich habe noch nie so viele Steine auf diesem Spielstand. Auf dem anderen Spielstand habe ich irgendwie 600.000, 700.000, also eine Menge. Okay. Lass uns ein Space Shuttle bauen. Scheiße. Nein. Oh. Jetzt verschwendet er meine Zeit. Ich habe meine roten Steine nicht an. Warum habe ich gerade Scheiße gesagt? Also an. An. Nein, viele verpasst jetzt. Naja, würde sagen, ich mache es gar nicht mehr so spannend. Ich spring aber mal nach oben. Hier Abkürzung. So, abgekürzt. Und ab rein da. Leute, this ist Finale. Das ist das Finale jetzt hier. Chase, ich muss dich warnen. Der Start kann sehr unangenehm werden. Ich krieg das schon hin, Professor. Man kennt das doch aus dem Kino. Und Start beginnt in 10, 9. Das ist für den Fall, dass es sich die Astronauten anders überlegen. Sieh mal einer an. Steiler Start. Von wegen im Weltraum hört dich keiner schreien. Gut gemacht. Du bist jetzt im Weltall. Bis zum Mond dauert es fast 10 Sekunden. Oh nein, du befindest dich schon über dem Mond. Was? Ja, er ist ziemlich nah und klein dazu. Verrat's aber niemandem. Ist geheim. So, es wird Zeit für deine Mondwanderung. Du musst dich gut vorbereiten. Ich will, dass du deinen Raumanzug genauestens überprüfst, bevor du aus deiner Kapsel aussteigst. Geht klar, Professor. Das ist der Blackbird-Turm. Die magische Blase. Ah, sehr praktisch. Ich bin unterwegs, Natalia. Komisch, ich fühle mich nicht leichter. Liegt wohl an den Keksen, die ich in der Rakete gemampft habe. Boah, ist das eine Riesenrakete. Vor allem ist halt SSTO. Leute, bitte hasst mich nicht, dass ich das jetzt sage, aber halt Single Stage to Orbit.
Also SSTO, der kommt ohne irgendwas abzuwerfen zum Mond. Ja, in die Erdumlaufbahn und zum Mond. Ist schon ein heftiges Teil, was der Blackwell da gebaut hat. Ne? Lego City hält. Was ist das geil hier? So. Oh, oben ist ein Sicherungskasten. Auf dem Mond. Mal reparieren hier. Vor allem, ich feiere gerade die Musik auch noch. Da habe ich auch gesehen, wo man das braucht. Das war hier unten. Jo, dann habe ich jetzt einen Astronauten. Also einen roten Astronauten. Ich schaut euch diese Raketentriebwerke an. Wow. Da ist die Erde im Hintergrund. Schaut mal da hinten. Da ist die Erde. Ui. Hat ja auch schon echt eine schicke Basis hier, ne? Die Aussicht genießen, bis der Typ mich angreift. Upsa. Ja, dann. Ich hätte mit dem Jetpack jetzt versucht, aber. Und wegdrücken. Irgendwie weiß ich, dass die, also nicht irgendwie, aber ich weiß, dass die Jetpack-Gegner auch irgendwie, wenn das Jetpack beschädigt wird, dass die dann rumfliegen wie diese Gestörte und dann explodieren. Werden wir gleich ja sehen. So. So. Erstmal eine Wasserleitung zerbohrt auf dem Mond. Macht man auch nicht alle Tage, ne? La 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 la. Oh, hier kommen jetzt richtig viele Gegner. Das weiß ich noch. Da, gesehen? Ja, die explodieren halt. Hier liegt ein Arm. Echt anstrengend zu bekämpfen. Jo,
hier ist. Ist doch gelb da. Also, einmal hier rüberfliegen. Ich habe tatsächlich alle besiegt. Habe ich beim letzten Mal ewig für gebraucht. So, alle Opportunities und Spirits zerstört. So hießen die Rover, die ich da zerstört habe. So, habe ich das nicht eben schon? Naja, du. Ach ja, ich weiß, was das ist. Da liegen jetzt halt Teile von etwas, was wir geklaut haben. Ihr könntet euch vielleicht dran erinnern, was das ist. Oh, ich glaube, das haben wir sogar noch für Chan geklaut und nicht für Winnie. Und zwar ist das der Mondbuggy. Da. In all seiner Pracht. Ich finde ihn übrigens nicht wirklich schön. So. Die Hupe passt einfach zum Lied. Das ist witzig. Boah, da ist ja knapp hier. Ne? Wir alle genießen jetzt einfach mal die Musik hier. Okay, ich höre schon auf. Was ist hier drin? XUM CXU. Pack den mal hier drauf, weil ich weiß, da kommt gleich was. Ihr gehört, passt zum Lied. Warum ist der. Warum ist die Rakete da am Wenden? Entschuldigung, ich höre auf. Warte mal, ich sterbe jetzt. Hui. Warte mal, ich möchte mal gucken. Das sieht schon gut aus, ne? Ich hätte eigentlich eine Polizeiuniform wieder anziehen müssen und nicht Chase verdeckt. Mit dem Astronaut hier. Aber eine Kasse auf dem Mond. Und ein Server auf dem Mond. Zack. Ist jetzt eine Druckplatte und der Rover steht schon drauf. Und jetzt gleich sieht man mal, wie absurd riesig dieser Turm ist. War, wenn ich jetzt da so drauf zufahre. So, ne? Ist schon gewaltig, das Ding. Einfach. Titanfall. Übrigens nie gespielt, Titanfall. Ist nicht so mein Type of Game. Hier ist ein Safe. Ah
Eins von zwei. Irgendwas dreht hier hoch. Irgendwas auf meinem einen Ohr dreht hier hoch. Und das fuckt mich ab, dass es nur auf meinem einen Ohr ist. Ja, aber... Safe nochmal öffnen. Zack, 2 von 4. Was ist das für ein riesiger Hangar hier? Wenn das überhaupt ein Hangar ist. Ich wechsle immer mal die Farbe. Oh. Ich darf jetzt Roboter steuern. Das ist auch witzig. Ihr werdet es wahrscheinlich auch witzig finden, wenn ihr wisst, was das ist. Es ist der Navi-Computer. Und das hier ist der gerade eingestellte Kurs zum Mond. Und ich muss jetzt das hier einstellen. Kurs zur Erde zurück. Optimal Landung wäre Lego City. Wie nah ist denn die Erde am Mond? Oder andersrum? Die Schaltfläche ist so groß, die muss ich mit dem Robby bedienen. Okay. Ich kann jetzt... Oh, falscher Knopf. Der Klassiker. Ja. Ich muss hier rein. Warte, wie war das doch? Oh, schon wieder falscher Knopf. Wie war das nochmal? Den hier. Ist das mein Scheiß ernst? Könnte jetzt ein bisschen langweilig sein, weil ich halt die Lösung schon so halb kenne noch. Aber an alle, die das spielen und die Lösung nicht kennen, diesmal habe ich extra gedrückt. Die Lösung steht hier. Also ich muss jetzt nach unten. Dann zur Seite und dann bin ich schon da. Lego City als Ziel festgelegt. Schild wird deaktiviert. Start in 5, 4, 3. Ich hoffe, Sie sind gut angeschnallt. 1. Lunchpaket war da drin. McCain, was haben Sie getan? Warten Sie mal, Blackwell. Es geht nach Hause. Nein. Nichts bringt mich zurück in diese Welt bornierter Dummköpfe. Ich wollte etwas wahrhaft Wunderbares für Sie erschaffen. Eine in sich geschlossene und vollkommen autarke Welt. Ein idealer Lebensraum, in dem jeder Ihrer Wünsche erfüllt worden wäre. Ein Denkmal meines Genies. Sie waren einst ein großer Mann, Mr. Blackwell. Aber Sie sind durchgedreht. Durchgedreht? Ihr Denkmal war doch nur ein Apartmentblock mit einem Einkaufszentrum. Sofort umdrehen! Sorry! Umdrehen ist nicht. Bringt sie hierher! Chase! Ganz schön stillos, Blackwell. Eine Dame zu bedrohen. Oh, nein, nein, nein. Einer Dame würde ich doch nichts tun. Sie soll nur sehen, wie sie zerquetscht werden. Hey, McCain! Vielen Dank für dein Geschenk aus dem Museum. Wow. War ja klar, dass das irgendwann kommen würde. Wow, das war knapp. Sei vorsichtig. Diese Energietanks brauchen wir noch für meine Mondbasis. Ach so, tatsächlich? Ja, dann wissen wir, was wir zu tun haben, ne?
Ja, wir müssen jetzt gegen Rex und den T-Rex kämpfen. Auch Rexy. Ich fand dich immer cool. Und kaboom. Jetzt muss ich da hingehen. Und dem T-Rex den Maul aufreißen. Und jetzt kann ich hier damit interagieren. Und... Hören Sie auf damit! Sie ruinieren alles! Ich schätze mal, das war der Plan. Ruhe! Beweg dich gefälligst, Rex! Schnapp ihn dir! Oh, ich bin gleich tot. Komm schon, schlaf noch mal. Oh, ja, RIP. Zack. Aufreißen, zu Boden mit dir. Und spammen wie ein Bekloppter. Autsch, das tut weh! Du bist einfach nutzlos, Rex. Hier lang, Kowalski. Die stehen ja da oben, guck mal. Hin, Blackwell? Ja, jetzt stehen sie da oben nicht mehr, ne? Ja, sag mal, hast du mich gerade gehauen? Du bist doof. Ich mag die nie. Weg bist du. Und jetzt. Schön entspannt diesen Knopf drücken. Damit dann auch bloß schwindelig wird. Kapselabtrennung erfolgreich. Oh, was? Blackwell, diese miese Kröte. Selbstzerstörung in jetzt. Selbstzerstörung in jetzt. So. Das hat weniger wehgetan, als ich angenommen habe. Aber der Aufprall auf dem Boden könnte fies werden. Ich gehe schon mal vorne. Dreht sich alles, Leute. Ich schwöre, ich habe nichts getrunken. Ja, ich muss noch ein paar Leute einbuchten hier. Guck mal, da ist die Erde. Die Plattform wird kleiner. Meine Jutsten. Das sagt Rivi immer. Zack. Warte mal. Ach, da habe ich gerade noch gestanden. Warte mal, so. Hier, irgendwo. Rex, alles in Ordnung? Ja, aber bei dir gleich nicht mehr. Bist du irre? Wir stürzen in unser Verderben. Damen haben Vortritt. Schnappt ihn, Jungs. Hat er mich gerade mit Mädchen gefrontet? Leider muss ich erfahren, dass ihr beide Reste von T-Rex. Stück seid. Dies wird sich jedoch sehr bald ändern, wie ich euch freudig versichern kann. Was war das denn? Warte mal. Jetzt mache ich erstmal den hier noch weg. Aber keine Sorge, die wirklich wichtigen Leute sind hier bei mir in der Kommandokapsel, zusammen mit einer Unmenge von Und das hier ist jetzt mein Lieblingshelikopter im Spiel. Es handelt sich also nur um einen kleinen Rückschlag, lediglich eine Unannehmlichkeit. Okay, dann.
Ist der gerade runtergefallen, der eine? Sobald die Kommandokapsel sicher gelandet ist, beginnt eine neue Zeitrechnung. Ich werde mit meinen Reichtümern ein neues Imperium aufbauen. Hey, hör auf, Leute nach mir zu werfen. So, warte mal, ich kann ihn nicht angreifen, weil er nimmt mich einfach und haut mich weg. Und Natalia wird dabei zusehen müssen. Bon voyage, Chase McKay. So. Ich muss warten, bis er mich angreift. Oder ich muss ihn mit dem Gegner abschmeißen. Sir. Was? Stör mich nicht in meiner Helme! Und zack. Die Fallschirme öffnen sich nicht und der Notfall im Rüstungshebel ist nicht erreichbar. Hä? Moment mal! In diesem Schrank findet sich sicher etwas Brauchbares. Aber das ist doch die Fluchtkapsel. Ja, in der Tat. So ein Stück. Oh, hey. Kann mir jemand sagen, wie man die Tür umschließt? Komm, Rex, komm runter. Auf den Boden der Tatsachen. Mit Körpern werfen ist uncool, Mann. Ja. Sagt. Okay, jetzt diesmal konter ich ihn. Boah. Damit. Tritt in die Fresse. Ich jetzt das Teil ab, wo ich stehe? Nein. Wow. Warte mal. Ich gehe nochmal hier nach ganz außen. Und spring erstmal daneben. Oh, das ist so cool, dieses Level. Ja, was ist hier? Einfach nur ein Haufen Geld. Wow. Habt ihr das gesehen? Er ist einfach ins Leere gesprungen. Ja, auch. Ich habe gerade drei Leute einfach in den Tod fallen lassen. Schluss jetzt! Hey, es reicht! Ja, dann hör doch auf, mich anzugreifen, Mann. Jetzt komm, komm. So, anrücken. Und festnehmen. Ich habe Rex festgenommen. Aber wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Ich werde mich rächen. Was? Aber die Kuh einfach. Jetzt. Einmal ganz kurz. Die Musik auf ganz laut. Natalia, geht's dir gut? Wo steckst du? Ich was? Beeil dich! Verbindung getrennt. Ihr Gesprächspartner wird in 3 Minuten am Boden zerschellen. Bitte legen Sie auf und wählen Sie erneut. Natalia! Dann will ich mal Gas geben. Ich liebe dieses Raumschiff, diese Rakete. Das ist so der Hammer. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich gerade sehr leise bin, wegen der Musik. Und hier habe ich extra so laut gemacht.
Oh, das wird eng. Das wird ganz eng. So, ich habe jetzt einfach mal nichts gesagt, damit ihr auch mal die Musik genießen könnt. Dad! Wir kommen nicht an den Fallschirmauslöser ran! Entschuldigung, ist dir zufälligerweise ein Held gefragt? Chase! Zieh den Hebel da! Diesen hier? Okay. Wofür ist der? Die Bremsen. Oh oh. Au. Ich glaube, das tat weh. Übrigens, die Videosequenz ist von der Wii noch. Jeden Moment auftreffen kann. Und was ist mit den ganzen herabfallenden Raketentrümmern? Keine Sorge, Chief. Ich schirme sie ab. Die Trümmer sind ins Meer gestürzt, Marion. Der Fallschirm sieht einfach aus wie Frank. Achtung, die Kapsel ist riesig. Kann ich hier warten? Glückwunsch! Du hast es wieder einmal geschafft, Chase. Fast. Blackwell ist in einer Fluchtkapsel entkommen und Rex, nun, ist auch irgendwie weg. Rex? Das Problem hat sich erledigt. Hä? Er ist vor 10 Minuten kopfüber bei jemandem durchs Dach gegangen. Nehmt mir das Ding ab! Hey, Rex! Sollte die Spülung jetzt lieber nicht ziehen? Ich dachte, dass du ihn dieses Mal verhaften solltest. Wissen Sie was? Er gehört Ihnen, Chief. Manche Sachen sind wichtiger als die Arbeit. Oh. Ja, ihr redet von Videospielen, stimmt's? Genau, Frank. Genau, wir reden von Videospielen. Ach, die Wache von Blackwell. Wache, Ende. Wache, Ende. Blackwells Mondbasis. Level abgeschlossen. Wow. War mal wieder geil, das zu spielen. Freigeschaltet diesen roten Astronauten. Rex sein Tempest-Helikopter. Rex himself. Wieder 100%. Geschichte fortsetzen? Was? Okay. We'll be right back.
Ja. Hi. Ich bin immer noch da. Ich habe mir jetzt mal das ganze Ding reingezogen. Also den ganzen Abspann. ja. Ich muss mich noch bedanken bei meinen Abonnenten, die jetzt an der Zahl sind es im Moment 21. Danke an die 21 Leute, die mich abonniert haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Zahl auch noch wächst. Ich muss mich bedanken bei den ganzen Leuten, die meine Videos geschaut haben. Ich muss mich bedanken bei den ganzen Leuten, die meine Videos geliked haben. Bei den Leuten, die meine Videos kommentiert haben. Ja. Danke. Ich bin zurück in Lego City. Bin weich gelandet. Ich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute hab. Dann hätte sich die Kahlrasur letzte Woche ja gelohnt. Ja, ich weiß tatsächlich immer noch nicht, ob ich die 100% machen werde. Es ist schlecht, dass ich das noch nicht weiß, weil ich bin jetzt bei dem Punkt, wo ich entweder weitermache oder aufhöre. Ich überleg's mir. Ich mache jetzt erstmal kurzen Break in der Aufnahme. Auf jeden Fall. Ich gehe nochmal kurz raus jetzt hier nach Lego City. Noch zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Ich glaube, zwei Festnahmen habe ich lange voll. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Ich will auch nicht nachzählen. Wenn jemand sich meine ganzen Videos nochmal reinziehen will und gerne die Festnahmen zählen will, kann er gerne machen. Er oder sie. Aber ich mache das nicht. Da habe ich nämlich so gar keinen Bock drauf. Ja. Die Garagen sind jetzt endlich mal offen. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe das Spiel durch. Ich habe gerade gesehen, ich habe 11 Stunden irgendwas Spielzeit. Das ist... ja. Ein Drittel von dem, was ich für Lego Jurassic World ganz mit 100% gebraucht habe. Mal sehen, wie viel ich für 100% hier brauche, falls ich es mache. Ich sage nicht, dass ich es mache. Vor allem, ich möchte es nochmal sagen, ihr könnt mir auch gerne Spiele, die ich vielleicht mal spielen soll, in die Kommentare schreiben. Mal gucken, vielleicht ist ja was Gutes dabei. Was ich dann spielen kann. Aber ansonsten, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Gerne diesem Video, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr andere coole Projekte noch sehen wollt, könnt ihr diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Gerne kommentieren. Gerne in meinen Discord und Instagram auschecken. Ist in der Beschreibung verlinkt. Aber ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Projekt. Man sieht sich. Ciao.